ziemlich intensive Partie in der ersten Halbzeit. Seid ihr mit dem Plan reingegangen, da halt ein bisschen mehr Körper in die Partie reinzubringen? Ja, das ist ein Spiel gegen Salzburg, gegen LASK und gegen WRC. Schaut das Spiel so aus. Da geht es hin und her, da sind viele Schnittbälle und wenn du das nicht annimmst, dann verlierst. Und wenn du das annimmst, dann wird es ab und zu hart. Aber es war nicht mehr und deshalb wieder braucht man nicht mehr das machen. Es war eine Aktion, wo man diskutieren kann beim Taxi über die zweite Gelbe. Ansonsten war kein klares Rotfall dabei, meiner Meinung nach. Gelbe ja, aber nicht mehr und deshalb braucht man nicht immer nur über das reden. Du hast dich jetzt bei Sky nicht unbedingt zufrieden mit dem Punkt gezeigt. Wie lässt sich da jetzt einschätzen, wenn man so eine Chancenplus eigentlich doch gehabt hat am Ende? Ja, es ist richtig. Wir haben das Spiel auf unserer Seite gehabt. Wir haben die Chancen gehabt, dass wir es gewinnen. Wir haben bei 1-0 die Chancen gehabt auf 2-0. Wir haben nochmal 1-1 gleich einmal kurz drauf wieder. Die Chancen auf 2-1 nützen die leider nicht. Und ja, dass der WRC offensiv gut ist und ein Tor erzielen kann, das ist so. Und wir müssen halt daheim mehr wie ein Tor erzielen. Und an dem sind wir leider gescheitert. Aber die Leistung, ja, mit der können wir aufbauen oder zufrieden sein, aber nichtsdestotrotz hätten wir es heute in unserer Hand gehabt, dass wir das Spiel gewinnen und deshalb sind wir schon enttäuscht. Ja. Wie lässt sich da die Leistung des WRC auch einschätzen, die sich doch nicht ganz so präsentiert haben, wie man es vielleicht in den letzten Wochen gewohnt war? Ja, aber das war nur aufgrund unserer Leistung. Der WRC hat so gespielt wie immer, aber wir haben es einfach gut kontrolliert und haben mehr Chancen vorgefunden. Haben hinten eigentlich, ich weiß nicht, ein, zwei Halbchancen vielleicht, schießen da aus dem Standard, das sind andere Stärken. Aber das ist ja Rapid gegen WRC und Rapid spielt daheim und so muss das für uns ausschauen. Ein, zwei strittige Szenen, auch also auf der einen Seite möglicher Elfer gegen Stojkovic, dann der Pfiff vor dem Ausgleich. Wie hat man das am Platz gesehen? Was war das aus deiner Sicht? Ja, wie du es richtig sagst, strittige Szenen. Das ist halt für den Schiedsrichter auch nicht immer so leicht, aber ja, beim Stojkovic seiner Situation geht der Ball ganz klar in seine Richtung. Also er hat einen Ball auf seinen Fuß und er rennt Richtung Tor. Der Ball geht auch in die Richtung weiter, auch wenn es ein bisschen ein Pressball war. Aber er hat einen kleinen Dübel am Schienbein und hat ihn klar getroffen. Und bei der zweiten Aktion, ja, kann man Ballsperren geben. Nichtsdestotrotz müssen wir dann den Standard verteidigen. Und deshalb war heute der Schiedsrichter trotzdem nicht schuld, dass wir nur 1-1 gespielt haben, sondern wir hätten die Chancen gehabt und müssen einfach mehr wie ein Tor erzielen. Leistungen gut im Moment, die Punkte zumindest gegen Hartberg und den WRC jetzt nicht voll geholt. Für die nächsten Wochen, was muss man da jetzt noch nach oben schrauben, dass man jetzt auch wieder die Siege einfährt? Ja, leider, da haben wir zu wenig Siege eingefahren bis jetzt. Aber wir können auf die Leistungen aufbauen, das geht in eine gute Richtung. Und wie gesagt, wir sind so stabil, wenn wir dann unsere Chancen nicht nützen, dass wir zumindest nicht verlieren. Aber ja, wir werden weitermachen nach 11 Runden 21 Punkte, das ist in Ordnung. Wir festigen uns da vorne und wollen jetzt einfach die nächsten Spiele weiter punkten. Und natürlich, daheim müssen wir halt auch einmal dann Hartberg und WRC wieder schlagen. Das ist ganz klar, wenn wir wirklich unter die Top 3 rein wollen. Stefan, angesichts der Ergebnisse, Salzburg verloren zu Hause, LASK zu Hause verloren, der WRC zu Hause noch unentschieden. Seid ihr noch nicht reif genug für die Top 3, kann man das so formulieren? Gegen die Top 3 alle zu Hause gespielt, nur einen Punkt von 9 möglichen. Na, wenn man die Leistung anschaut, dann sind wir reif dafür. Aber natürlich fehlt ein bisschen was, aber die entscheidende Phase, die kommt sicher noch im Frühjahr. Für uns ist wichtig, dass wir uns da oben festigen, dass wir nichts mehr mit dem Kampf um das obere Playoff zu tun haben. Das haben wir jetzt gut dabei und man darf auch nicht vergessen, es soll eine Chaosseite sein, aber das ist Fakt. Uns fehlen einige Spieler in der Offensive, egal ob es der Schob ist, der Kitagawa ist, der Schick, Thorsten draußen, der Grachowatz fehlt. Also wir haben schon Spieler, die wir noch in der Hinterhand haben und wir sind gewappnet, wir sind auf einem guten Weg und da wollen wir fortsetzen und bin überzeugt und optimistisch, dass sie das heuer ausgeht mit den Top 3. Ein Wort zur nächsten Woche, auswärts Salzburg. Schwierige Partie, drittes Duell gegen Salzburg heuer. Wie groß ist die Motivation, endlich einmal Zählbares auch mitzunehmen in Salzburg? Ja, natürlich wollen wir halt nicht hinfahren und sagen, so, wir spielen mit und am Ende des Tages verlieren wir, sondern wir haben schon ja, was vor dort und wollen punkten, aber jetzt müssen wir mal das Spiel verarbeiten, müssen es analysieren. Es wird eine sehr, sehr intensive Partie wieder. Wir werden sehen, wie Salzburg sich in der Champions League jetzt verhalten. Und dann werden wir alles mobilisieren und nach Salzburg fahren mit alles, was wir haben, mit allen Zuschauern im Rücken und schauen, dass wir ein gutes Spiel dort machen. Und dann werden wir probieren, was mitzunehmen.